Wir haben also Herden gesehen, also bis an den Horizont, überall Tiere, die ganzen Flächen voll. Wir haben einen Leoparden gesehen im Baum. Ja, das ist natürlich schön, dass man so sagen kann, wow. Da kommt schon rein. Und dann kommt noch wirklich so ein winzig kleines Hippo raus und läuft über seine Mutter drüber an den Strand und bleibt dann erstmal stehen, guckt sich die Leute an, die alle auf das niederstarren. Da vergeht natürlich auch ganz schnell die Zeit, ja. Also du bist dort so fasziniert von der ganzen Sache. Also dieses Masai-Dorf, das war auch wieder typisch Afrika. Wir sind natürlich dort empfangen worden, erstmal mit dem Lied, die Frauen dann gesungen haben, mit, natürlich auch mit Tanz verbunden. Man hat uns praktisch immer als Paar mit in eine Familienhütte mit reingenommen und durfte Fragen stellen. Two rooms, zwei Räume. Sleep room two. Ja. And kitchen. Kitchen. Cooking, ja. And toilet outside. Für mich jetzt am beeindruckendsten war, das war jetzt die Enduro Lodge, die mitten im Urwald liegt. Das ist natürlich toll, wenn sich dann auf einmal dann so eine Lodge mitten im Urwald auftut und du einen Wahnsinnsblick in den Urwald hast. Afrika ist für mich ein wunderschöner Kontinent. Natur pur. Afrika ist anders. Ich finde es einmalig schön und ich würde jederzeit wieder hierher kommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bestimmt auch nicht das letzte Mal hier.